Toasters, Funkadelic Habit, Uwe und Daniel und die anderen sind da. Könnt ihr überhaupt Daniels Hose sehen? Komm mal vor, Daniel. Ich stehe so auf deine Hose. Hello. Wattenschlag. Daniel, in welchem Jahr wärest du jetzt gerne? Was ist so dein Lieblingsjahr? Oh, ist schwer zu sagen. 94 schon okay. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht 72, 73. Ja, war auch wahrscheinlich eine schöne Zeit, aber mein Gott. Geht jetzt auch ganz aber gut. Das ist so euer Sound. Uwe, Flaming Toasters hat vielleicht irgendeine verfolgte Bedeutung, nehme ich an. Was ist mit Funkadelic Habit? Wo kommt das her? Ja, Funkadelic ist so eine Wortschöpfung von George Clinton. Clinton kennst du ja auch. Mhm. Und zwar hat George Clinton halt mal gesagt, Funkadelic, das ist, wenn jemand aus den Südstaaten, der Farmer ist, durch New York geht auf LSD, also irgendetwas Fremdes, völlig Neues erlebt. Und darum geht es eigentlich auch in dem Song. Man soll immer versuchen, irgendwelche fremden, neuen Sachen immer wieder zu erleben. An was glaubt ihr denn von den Dingen, die heute so hier in der Sendung passieren? An Psi- und Para-Sachen? Gibt es irgendwas? Horoskope? Gläserrücken. Ehrlich? Gläserrücken? Macht ihr? Wenn man besoffen ist, dann machen wir manchmal Gläserrücken, ja. Wann kann man euch live sehen? Das müsst ihr noch sagen. Am 23. Dezember, ne? In Trier, in der Tufa. Und am 25. in Aach bei Trier im Corona. Da jammer auch hin. Vielen Dank. The Flaming Toasters. Danke. So. Na und? Das Thema alles para oder was?